Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Wir sind auf dem Weg zum König von Goza. Endlich. Lass mich rein. Danke. Meine Güte. Ist mir egal, ob dieser Typ ein König ist, aber warum mussten die diesen Palast so verdammt groß bauen? Sei still. Sieht aus, als wären wir da. Wow. Bitte. Hier entlang. Hier kommt Ihre Majestät, die Königin von Numara. Was ist das? Wie sollen wir den König finden? Ja, wir sind ja noch nicht mal sicher, ob er da oben ist. Sieht eher wie die Putzfrau aus. Eure Majestät sind zu gnädig, mich so kurzfristig zu empfangen. Ich bin Ming, Königin von Numara. Ich habe eine dringende Bitte. Ihr habt viele Mühen auf euch genommen, um mich zu sehen, Königin Ming. Ich hatte jedoch gedacht, euer Land zöge es vor, isoliert von seinen Nachbarn zu bleiben. Ich finde es seltsam, dass ihr unangekündigt hier seid, ohne Fanfaren, begleitet von Personen zweifelhaften Charakters. Ihr habt Grund, misstrauisch zu sein, Eure Majestät. Mein unorthodoxes Vorgehen war jedoch notwendig. Ich bitte um eure Geduld. Erlaubt mir, meine Bitte vorzutragen. Natürlich, teure Königin. Ich muss jedoch sicher sein, dass ihr seid, wer ihr zu sein vorgebt. Mir ist bewusst, dass ihr am Schlosstor bewiesen habt, dass ihr die leuchtenden Male des Königshauses von Numara tragt. In diesen Zeiten der Magie wäre es jedoch ein leichtes, diese Zeichen künstlich zu erzeugen. Was deutet ihr an, Eure Majestät? Ihr glaubt ihr nicht? Irgendwas stinkt hier gewaltig, aber ich bin's nicht. Nun gut. Im Interesse der Diplomatie werde ich erneut das Siegel meines Rangs demonstrieren. Eure Kooperation wird gewürdigt. Ich brauche jedoch mehr Beweise. Verstanden. Ich hörte, dass die Königin von Numara eine Magierin sei. Wenn das wahr ist, könnt ihr mich durch diese Barrieren erreichen? Moment mal, lass mich vorgehen. Ich bewache dich. Es ist gut, Jensen. Eure Hoheit, ich werde nun vor den Thron treten. Wie nett, aber gut. Kann ich da einfach durchlaufen? Scheinbar. Gut. Oh Gott. Wie nervig. Ah, großartig. Also kann es sein, dass ich das hier auch zwei oder dreimal machen darf. Wie schön. Meine Güte. Wer hat sich das ausgedacht? Es funktioniert nicht. Er spielt mit ihr. Eure Majestät, es ist keine Zeit für solche Spielchen. Wir müssen uns beeilen. Nee, nee, nee. Wie nett! Also ein völlig anderer König, oder kann man nicht da, oder was auch immer.
Tja, sieht aus, als wären wir hier in der Unterstadt. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt die Sache, dass wir hier haufenweise Items aufgabeln können, bevor wir überhaupt das machen, wofür wir hier sind. Und das ist schon faszinierend. Das darf man schon sagen. Seid ihr nicht aus Kent dann? Ah. Ihr seid Leute aus Kent, wie schön. Lodernder Rubin, wunderbar. Ich müsste jetzt schon wieder ein Item verpasst haben, das stört mich irgendwie total. Entweder das oder ich denke gerade an was ganz anderes. Das ist immer Qual der Wahl, wenn man so möchte. Ah, perfekt. Ich gehe jetzt nur meine Liste ab, damit ich bloß alles eingesammelt habe. Wobei man sagen kann, stinknormale Items sind jetzt auch nicht unbedingt wirklich wichtig für mich, aber hey, macht ja nichts. Vor allen Dingen die Samen sind natürlich immer sehr interessant. Das wissen wir ja. Und Keloöl. War ja relativ teuer, also gar nicht mal so verkehrt, das auch zu haben. Okay. Okay, schön, dass wir jetzt einen Speicherpunkt haben, den hätte ich gerade eigentlich gerne gehabt. Weil ich eigentlich speichern wollte, aber hey, ist ja egal, 500G. Es ist hart, hier in Gotha zu arbeiten. Ich habe meine Familie so lange nicht gesehen. Ich möchte ihnen gern sagen, dass es mir gut geht und wissen, wie es ihnen geht. Hey, würdet ihr für mich nach Kent gehen und meinen kleinen Bruder eine Nachricht überbringen? Natürlich. Du machst es toll, ich heiße Gelf. Mein Bruder ist Torwächter in Kent und heißt Gilgelf. Er ist sehr gehzornig, hat aber eigentlich ein gutes Herz. Er wird euch bestimmt etwas für eure Mühen geben. Okay. Was war das jetzt? Nun ja. Stoff des Mutes. Wunderbar. Und ein Pott. Ein Pott. Lass mich an den Pott. Lass mich an den Pott. Danke sehr. Sehr schön. Haufenweise Samen. Hier darf ich wieder nicht rein, so wie es aussieht. Okay. Ja, wir haben hier ein wenig zu tun mit dem ganzen Hin- und Hergelaufe und die Wohnung ansehen und... Na, das gehört zu gute Zeugs. Upsa. Nicht hierbleiben. Hierbleiben ist blöde. Ich will nicht hierbleiben. Ich möchte... Möchte ich eigentlich hin? Ich glaube in den sechsten Stock... Neunter Stock. Laut meiner Liste müsste ich in den zehnten Stock. Aber nun ja, da ich nur den neunten habe, nehme ich mal an, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe mal, das ist auch in Ordnung. Ich kann zumindest in die Tür rein. Schon mal gut. Spielparadies, Casino. Ist auch richtig, ist auch in Ordnung. Aber will ich jetzt tatsächlich in einem Casino spielen? Hm. Sieht ja nicht mal so aus, als würden die hier eine Menge spielen. Ich meine ja nur. Hier finden wir den Stab der Unschuld und den Ring der Unschuld.
Das ist gut. Zwar nicht für sie, aber Ring der Unschuld könnte ich theoretisch nehmen. Feuerschaden. Warum nicht? Ich meine nur, warum nicht? Und hier müsste noch... Hier müsste ein Spieler sein, mit dem ich reden kann. Ich weiß nur nicht... Du, na toll, kein Geld mehr, das war's dann wohl. Aber eine Möglichkeit gibt's ja noch. Hätte ich nur noch nur 300 Gold. Ja, du, genau du, bitte. Wärst du so gütig, in einen Mann zu investieren, der vom Glück verlassen ist? Ich zahle es dir 10-fach, nein, 20-fach zurück. Okay. Du, wirklich? Oh, danke. Jetzt klappt das ganz sicher, also wie viel willst du investieren? Wir können sagen, was wir wollen. Und können ihm 1000 geben. Sache ist die, ich müsste das jetzt 10-mal machen und dafür reicht es halt nicht ganz. Da müsste ich was verkaufen für. Aber naja. Also wir könnten ihm jetzt mehr geben, wenn ich wieder reingehe. Aber dafür bräuchte ich mehr Geld und dafür müsste ich unter Umständen was verkaufen oder auch nicht. Ist halt so die Sache. Gemischt waren dann. Sehr schön. Zweifelweihrauch. Danke. Oh, 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 ich kann das hier auch öffnen. Na gut, ich möchte aber erstmal hier rein. Ihr seid... Was? Uncool. Wirklich uncool. Wir haben hier einen Laden, der mir nichts verkaufen will, weil ich kein Gutsianer bin. Pff. Unglaublich. Finde ich ziemlich unverschämt, wenn man mich fragt, aber hey. Mich fragt ja auch keiner. Großartig, aber unglaublich. Nur weil ich kein Gutsianer bin. Unglaublich. Unglaublich. Geschichte des Königreichs Goza. Einst bestand das Königreich Goza nur aus wenigen Siedlungen, die sich durch den gemeinsamen Kampf gegen Monster, Magie und die harten Lebensbedingungen der Steppe verbunden fühlten. Diese Dörfler wählten jeweils Anführer, um sich besser verteidigen zu können. Mit der Zeit wurden diese praktisch zu Herrschern über die Siedlung. Die Begabtesten dehnten ihren Herrschaftsbereich aus. So entstanden viele kleine Reiche, die jeweils einen neuen König hatten. Einen eigenen König, nicht den neuen König. Der erste König von Goza war anfangs ebenfalls ein lokaler Anführer. Dank seiner geschickten Regierungsführung vereinte er viele kleine Stämme und schuf so die Basis für das Königreich Goza, wodurch seine Macht und die des neuen Landes beständig wuchs. Die frühen Jahre dieses Königreichs waren vom Kampf mit den Nachbarvölkern geprägt. Insbesondere mit den Kens, einem angriffslustigen Kriegervolk. Doch die Kens verkannten die neue politische Situation und ihr Einfluss verblasste schließlich angesichts Gozas neuer Macht. Nach der Ausbreitung über weite Teile des Kontinents traf Goza jenseits des Meeres auf einen neuen, mächtigen Feind. Ura hatte eine lange und bewegte Geschichte. Es ist kriegerisch wie die Kens, aber fortschrittlicher und aufgeklärter. Die Urana, wollten Goza erobern und Goza war verteidigungsbereit. Lange hatten der Ozean und die Schwierigkeiten der Überquerung jeden Kampf verhindert. Dann, vor 30 Jahren, kam es durch einen Anstieg der magischen Energie zur magisch-industriellen Revolution. Ihre magischen Fortschritte machten Goza zum mächtigsten Reich der Welt. Ura war sich der Bedeutung magischer Energie bewusst, hatte aber mit innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Unter anderem mit dem plötzlichen Abdanken des Königs. Dadurch... Durch die angebliche Unterdrückung der Magieforschung durch uranischen Zauberer fiel Ura weit hinter Goza zurück. In der Zwischenzeit trieb unser Volk die Revolution geschlossen voran. Das Ergebnis ist unser großes magisches Reich. Ura macht in der Magieforschung Fortschritte, ist aber keine Bedrohung. Der Glanz der gozanischen magisch-industriellen Nation wird über Jahrhunderte erstrahlen. Okay. Habe ich jetzt alles? Ich glaube, denke, hoffe. Sieht gut aus. Soweit ich das sehen kann. Ich gucke nochmal hier rein. Sieht aber auch gut aus. Ja, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das habe ich auch. Ja, okay.
Dann können wir eine Ebene weiter. Muss ich dich von hier bedienen? Okay, fein. Dieses Gebäude ist wie ein Ehegarten, ja. Kann man so sagen. Moment. Achso, er hat das Bedienen wieder genommen. Naja. Das ist okay. Ich habe erstmal gedacht, er hätte wieder was anderes da gesehen, aber dem war nicht so. Okay. Hier ist wieder ein Samen drin. Und das war's dann auch, weil wir hier prinzipiell einfach nur ein Inn haben. Wie viele Samen haben wir eigentlich? 8. 8 ist gut. Okay. Und prinzipiell könnten wir jetzt dieses, sagen wir mal, Kapitel hier abschließen. Mit Keim und Sarah. Aber vorher muss ich hier trotz allem immer noch was machen. Und mit dem, was ich hier finde, kann ich dann auch die Sache mit dem Schutzschein fertig machen, interessanterweise. Also ja, ich gehe jetzt hier durch fast keine Tür. Ich glaube, ich hier durch müsste, um zu sehen, was man hier sehen kann. Aber es geht hier rum. Ja. Weil es hier ein paar Mal rumgeht, gut, nicht hier hoch, aber weil es hier rumgeht, gibt es hier natürlich noch Schätze. Und Schätze sind immer gut und Schätze nehme ich immer mit. Vor allen Dingen kriege ich hier nochmal 1000 G. Diese 1000 G kann ich halt wieder gut investieren. Ja, ach so. Nein. Ich gucke gerade wieder ganz falsch hier lang. So. So, dadurch, dass ich jetzt die 1000 G bekommen habe, kann ich jetzt mein Geld sehr, sehr gut investieren. Also nochmal ab in den 9. Stock. Denn jetzt, ihr werdet sehen, warum man es machen sollte, 10.000 Gold zu investieren. Das hat halt so seinen Sinn. Ich bin froh, dass ich gerade genug Geld dafür habe, muss ich auch nochmal anmerken. Hätte auch anders ausgehen können, aber ich habe genug Geld dafür. So, wir können sagen, ja, kein Problem, hier hast du nochmal 1000. Das machen wir jetzt noch ganze 8 Mal. Ich weiß, es ist ein bisschen interessanter, dass dieses reinrennen, rausrennen, aber das ist das, was ich jetzt noch zum Ende hier machen werde und es lohnt sich. Ihr werdet sehen, dass es sich lohnt. Wenigstens bleibt die Tür auf. Muss ich nicht jedes Mal die Tür auch noch aufmachen. Das ist dann schon unser 3. Schuldschein. Wie gesagt, ich weiß, dass das ein bisschen blöd ist. Es dauert auch fast immer eine Minute, bis ich das mal mache. Oder eine halbe Minute. Ja, mit dem Hin und Zurück. Ja, so eine halbe Minute. Also mache ich jetzt knapp 3 Minuten noch genau ein und dieselbe Leier, bis ich dann endlich mal das bekomme. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Weil ich natürlich direkt eure Hoffnung zerstören muss, wenn ihr denkt, ihr kriegt ein neues Accessoire oder sowas. Das macht ihr einzig und allein für Geld. Das ist natürlich dann ein kleiner Dämpfer. Es ist jetzt nicht so toll, dass wir sagen, wow, Geld, yeah. Aber ab und zu ist das echt nicht verkehrt. Zumal sollte man mal wirklich viel kaufen müssen, hat man dann eben das Geld, um zu sagen, ja, hier, kein Problem, ich habe das Geld. Zang. Ist immer gut. Es gibt auch viele Spiele, wo ich sage, ich brauche kein Geld. So zum Beispiel Zelda Twilight Princess. Da ist so viel Kohle, dass ich die
dritte Rüstung immer wieder anziehe, um Kohle zu verbrennen, damit ich blöde Truhen öffnen kann. Damit ich nie wieder denke, ah, da ist eine Truhe, ich sollte die Truhe nochmal öffnen. Ist einfach so. Na, müsste wo reingehen. Das ist halt so eine Sache. Es gibt Spiele, wo es sich wirklich nicht lohnt, Geld zu haben oder viel Geld zu haben, weil man es nicht braucht. Es gibt aber auch Spiele, da hat man grundsätzlich zu wenig. Ist auch ein Problem. Ist halt nur die andere Richtung so gesehen. Puh. Ich sollte bald fertig damit sein. Ich hoffe, dass ich bald fertig damit bin. Aber müsste ich sein. Wie habe ich denn jetzt? Ich habe beim ganzen Quatsch schon wieder vergessen. Ah, ist das letzte Mal. Woo! Also müssten wir jetzt unsere Belohnung bekommen und dann war es das für diesen Part. Hat doch gar nicht ganz so lange gedauert, wie ich gedacht hätte, aber lange genug. Lange genug. Hey, ich habe auf dich gewartet. Dank dir war mir die Glücksgöttin endlich mal wohlgesonnen. Ich habe den Jackpot geknackt. Hier, ich habe 50.000 Gold für dich. Nimm es. Gut, dass du in mich investiert hast, was? Ja, wir erhalten 50.000 Gold. Wir haben 10.000 investiert, haben 50.000 bekommen. Super gutes Geschäft eigentlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.